gelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Liebe Freunde, es gibt ein Wort, das ist in diesen Tagen das Wichtigste. Und dieses Wort sollten wir nie vergessen. Nämlich, es beginnt... Falsch. Jetzt dürft ihr raten, heute Morgen um 6:30 schon ein Rätsel. Und zwar ein Adventsrätsel. Und zwar, es ist ein I drin, aber kein C. Kommt ihr drauf, welches Wort es ist? Klar, logisch. Liebesopfer. Ein I drin, aber kein C. Liebesopfer. Aus Liebe etwas tun. Nämlich etwas aus Liebe zu Jesus tun. Und das, ist, glaube ich, scheint mir, ich könnte, ja, so etwas, das ist für mich das allerwichtigste Wort, das es zurzeit eigentlich gibt. Und das müssen wir uns wie hinter die Ohren schreiben. Liebesopfer. Oder wie eure Heilige aus der Slowakei gesagt hat, die selige Zdenka, Zdenka Zelingova, oder wie sie geheißen hat, aus Liebe zu Jesus mit einem Lächeln, aus Liebe zu Jesus schweigen, aus Liebe zu Jesus ertragen, aus Liebe zu Jesus alles machen. Und diese Schwester, diese Kreuzschwester, die unter den Kommunisten so gelitten hat. Die hatte so weit gemacht, dass sie geschwiegen hat, dass niemand wusste, was sie eigentlich gelitten hat. Und wenn wir das so lernen, aber das ist ja eigentlich im Prinzip fast, es ist ja übermenschlich, was diese Schwester, diese Heilige gelitten hat, aber wenn wir uns so drum bemühen, aus Liebe zu Jesus zu schweigen, zu lächeln, wenn uns etwas wehtut, zu lächeln, wenn mir jemand auf die Söcke geht, wie sage ich das jetzt auf Berliner, wie sagt man das auf Berlinerisch, auf Zöcke, wenn mir jemand auf die Semmel geht oder so, keine Ahnung wie, auf den Hamster geht oder so, keine Ahnung. Also halt, wenn mich halt jemand einfach nervt oder wenn mich jemand so blöd von der Seite anmacht, wenn mich jemand provoziert, wenn mich jemand verletzt, wenn mir jemand wehtut, wenn mir jemand... Ja, wenn mich jemand so Vorwürfe macht. Das gibt es in allen Schattierungen und Variationen. Und da sollten wir uns so bemühen. Das habe ich nämlich dann gestern so gemeint, auch wenn wir uns die Freude, und du hast gebetet auch drum, Freude und Friede, dass wir uns ja nie die Freude und den Frieden nehmen lassen. Und das Einzige, um dann in der Freude und im Frieden drinnen zu bleiben, das ist das, Jesus aus Liebe zu dir und den anderen immer mehr zu lieben. Den anderen immer mehr zu lieben. Ich möchte es mir sagen und ich sage es auch euch, dass wir so lernen, weil sonst verlieren wir so den Frieden des Herzens. Und dann ist das irgendwie so wie, ist alles noch schwerer. Noch schwerer irgendwie so. Ach Jesus, aus Liebe zu dir bin ich jetzt still. Aus Liebe zu dir nehme ich diesen Menschen jetzt an. Aus Liebe zu dir. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was es gibt. Und das ist das wichtigste Wort, das wir brauchen. Liebesopfer. Aus Liebe für Jesus. Für dich, Jesus. Das hört sich schöner an, gell? Nicht so schlimm. Für dich, Jesus, aus Liebe zu dir. Und ich aber genau dasselbe. So wollen wir Jesus jetzt um seinen Segen bitten. Und heute Abend dann können wir ihm wieder für alles danken. Panem de coelo praestitis diis. Omne delectamentum in se habentem. Oremus Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tui memoriam reliquisti, tribu equesumus itanus corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iucita sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Thank you.
Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.